Jahre John Deere in Europa. Ein halbes Jahrhundert, in dem viel geschehen ist. Die Landwirtschaft hat sich verändert. Strukturwandel und technischer Fortschritt prägten diese Epoche. Entscheidenden Anteil am technischen Fortschritt hat John Deere. Gilt die Marke doch als Garant für robuste, innovative und technisch hochwertige Maschinen. Mit dieser Technik hat es John Deere geschafft, als einer der wenigen Landtechnikhersteller völlig eigenständig zu bleiben. In vielen Ländern Europas hat sich John Deere als Marktführer etabliert. Das erreicht man mit zuverlässiger Technik, aber auch im Bereich Marketing kann John Deere von Anfang an Akzente setzen. Ein gut ausgebautes Händlernetz in Verbindung mit qualifizierter Händlerschulung sorgen für gute Verkaufszahlen. In den Nachkriegsjahren ist ein Traktor auf den kleinbäuerlichen Betrieben Europas alles andere als selbstverständlich. Das Heu wird oft noch per Hand gemäht und angestreut, hier zu sehen auf einem deutschen Kleinbetrieb. Aber auch in den Niederlanden wird zur Gabel gegriffen. Die nassen Böden zwingen die Bauern dazu, das Heu in Gaben aufzuschlichten. So kann der Wind die Trocknung beschleunigen. Auf den trockenen Böden Spaniens verlässt man sich auf die Kraft der Ochsen. Hier und da sieht man noch einen Bauern, der seine Felder mit einem hölzernen Pflug bearbeitet. Europas Landwirtschaft in den 50ern ist ein hartes Geschäft. Die mühsame Handarbeit auf den kleinstrukturierten Flächen lässt kaum Platz für Entwicklung. Um die Arbeit effizienter zu gestalten, werden Traktoren benötigt. Traktoren, die zuverlässig sind und einfach zu bedienen. Der amerikanische Landtechnikhersteller John Deere erkennt dieses Potenzial und will in Deutschland Traktoren produzieren. Gegründet wird das Unternehmen 1837 von John Deere in Grand Detour, Illinois. Der Hufschmied entwickelt den ersten selbstreinigenden Stahlpflug der Welt. Innerhalb weniger Jahre baut er ein florierendes Geschäft auf. Ich werde niemals meinen Namen auf ein Produkt setzen, in dem nicht das Beste steckt, was ich zu geben vermag, war sein Leitspruch. 1918 übernimmt Deere & Company die Waterloo Gasoline Traction Engine Company und steigt damit in den Traktorenbau ein. Ein wesentlicher Schritt in der Geschichte der Firma. Eine Weiterentwicklung auf Basis der Traktoren aus Waterloo ist das Modell D. Dieses Modell verkauft sich gut. Nach dem offiziellen Ende der Produktion wird eine Sonderserie produziert. Sie wird auf dem Außengelände zusammengeschraubt und trägt deshalb den Namen Streeters. Anfang der 40er ist das Modell H sehr erfolgreich. Dieser Traktor ist speziell für kleinere Farmen gedacht und wird hauptsächlich als Pflegeschlepper eingesetzt. In seiner Produktionszeit mausert sich das Unternehmen zum drittgrößten Landtechnikhersteller Amerikas. Doch das reicht den Amerikanern nicht. Die Landwirtschaft Europas mit Traktoren zu versorgen, ist das Ziel. 1956 ist es dann soweit. Deere & Company Moline übernimmt die Heinrich Lanz AG in Mannheim. Unter der Führung des Konzernchefs William A. Hewitt erwerben die Amerikaner für rund 5,3 Millionen US-Dollar 51% der Aktien und damit Fabriken in Mannheim, Zweibrücken und Getafe in Spanien. Kleine, wendige und vielseitige Schlepper speziell für den europäischen Markt sollen gefertigt werden. Die größeren und schweren Ackerschlepper kommen aus den USA. Das hat sich bis heute nicht geändert. Im April 1960 werden die ersten Traktoren der Amerikaner in Mannheim vorgestellt. In den Anfangsjahren ziert der Schriftzug John Deere Lanz die Motorhauben. Diese Schlepper, aufgebaut in Halbrahmenkonstruktion, werden nach dem Baukastenprinzip produziert. Ein Großteil der Teile war untereinander austauschbar. Als erstes Modell wird der John Deere Lanz Typ 300 mit 28 PS vorgestellt. 8 PS mehr hat der John Deere Lanz Typ 500, hier auf einem Kartoffelfeld in den Niederlanden.
mit seinen 1830 Kilogramm und einer Spurweite von 1250 oder 1500 Millimeter ist er für Pflege- und Hackarbeiten bestens geeignet. Der 700er ist der größte Traktor in seiner Baureihe. Der 50 PS starke Schlepper ist vornehmlich für größere landwirtschaftliche Betriebe oder Lohnunternehmer gedacht. Die Leistung stammt aus einem Vierzylinder-Viertakter Kurzhubdiesel mit einer Zweikreis-Wasserkühlung. Auch der Typ 700 ist in Halbrahmenkonstruktion gefertigt. Das Kraftpaket kann mit Mähwerk, Zugpendel, Riemenscheibe und Frontlader ausgestattet werden. Zudem ist der rund 8000 Euro teure Schlepper mit hydraulischer Lenkung unheimlich wendig. Seine 10 Vorwärtsgänge lassen ihn bis zu 30 Stundenkilometer schnell werden. Hydraulische Doppelscheibenbremsen sorgen für die Verzögerung. Die John Deere Lanz 10er Serie aus Mannheim löst die 100er Reihe 1964 ab. Fast 90% der Teile dieser 3- und 4-Zylinder-Schlepper waren gleich. Das Baukastenprinzip macht es möglich, ein entscheidender Vorteil für die Ersatzteillagerung. Neu ist das Chassis. Die Mannheimer setzen jetzt auf Blockbauweise mit größerer Bodenfreiheit und längerem Radstand. Die Motoren dieser Reihe stammen aus dem französischen Werk in Saran. Hier ist John Deere seit 1965 ansässig. Man will präsent sein auf Europas stärkstem Landtechnikmarkt. Hier ist ein 510er mit 40 PS und 3-Zylinder-Viertaktmotor zu sehen. Der Grundpreis dieser Maschine liegt 1965 bei rund 8000 Euro. Über ein Clown-Schaltgetriebe lassen sich 10 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge schalten. Auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Eine Sämaschine für Bohnen. Eine Konstruktion, die es so sicher nicht lange zu kaufen gab. Zuverlässiger scheint da schon der 510er als Zugfahrzeug. Oder als Trägerfahrzeug für ein Hackgerät. Der Junior lenkt das rund 2100 Kilogramm schwere Fahrzeug durch die Reihen. Der Vater übernimmt die Feinarbeit. Neben dem 510er wird ein 310er mit 32 PS ausgeliefert. Auch er beherbergt einen Dreizylinder und das Clown-Schaltgetriebe des 510ers. Flaggschiff ist der Typ 710. Mit seinen 50 PS liegt er klar über dem Bundesdurchschnitt. Der Trend führt langsam hin zu PS-stärkeren Schleppern. Aber nicht nur seine Stärke macht ihn zum Vorreiter. Auch in Sachen Motor geht John Deere mit dem 710er neue Wege. Er schöpft seine Kraft aus einem vollkommen neuen, wassergekühlten Vierzylinder-Viertakter mit Direkteinspritzung. Nicht alle Traktoren der 10er-Reihe stammen aus Mannheim. Auch in Getafe werden von 1956 bis 1968 Schlepper gebaut. Ausgeliefert werden diese spanischen John Deere Lanz unter der Bezeichnung 515, 717 und 818. Vor allem bei Weinbauern ist der 515er sehr beliebt. Die Motoren der spanischen 10er stammen wieder aus Saran. . 1967, mit Einführung der 20er-Serie, verschwindet der Name Lanz endgültig von den Motorhauben. Auf den neuen Schleppern ist jetzt nur noch John Deere zu lesen. Die schweren 20er stammen wiederum aus den USA. Dazu gehören die 4020er. Gebaut werden diese 100 PS Kraftpakete zwischen 1965 und 72. Zu dieser Zeit gehören sie damit zur Oberklasse am Traktormarkt. Ganz neu ist das Power Shift, eine Lastschaltung, die das Kuppeln beim Herauf- bzw. Herunterschalten erspart. Dieser Komfort hat seinen Preis. Etwa 15.000 Euro muss der Landwirt für diesen Boliden bezahlen.
Der erste Sechszylinder aus Mannheim, der 3120. Durch sein gut abgestuftes Getriebe in Verbindung mit einer neuartigen Differentialsperre bringt er seine 81 PS voll auf den Boden. In der Standardausführung ist der Sechszylinder mit Lastschaltgetriebe ausgestattet. Die 6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge sind jeweils einmal lastschaltbar. Etwa 5000 Landwirte lassen sich von diesem Schlepperkonzept begeistern. In der Reihe der Dreizylinder-Schlepper, die direkt in Mannheim gefertigt werden, ist der 1120 das Topmodell. Die gute Ausstattung des 50 PS-Traktors macht ihn zum Allrounder. Eine leistungsstarke Hydraulik, 2 Zapfwellen, Frontlader und hydraulische Bremsen. So gerüstet muss er damals Mähdrescher, Häcksler oder Pressen ziehen. Rund 12.000 dieser Zugmaschine verlassen das Mannheimer Werk. Die 30er-Serie gibt es von 1972 bis 1979 zu kaufen. Lastschaltbare Getriebe, unabhängige Zapfwellen und Kabine gelten mittlerweile fast als Standard. Bei den Motoren aus Saron geht die Entwicklung weiter Richtung Kraftstoffreduzierung, eine Folge der Ölkrise von 1974. Der Bestseller der 30er-Reihe ist der 2130. In Fachkreisen nennt man diesen Traktor auch zuverlässigste Motor-Getriebeeinheit. Mit dem 2130er schaffen es die Mannheimer erstmals, sich an die Spitze der deutschen Traktorenhersteller zu setzen. Die 3,9 Liter Hubraum sorgen für eine gute Leistungsreserve. Dieser Mannheimer beschleunigt auf rund 25 Stundenkilometer. Hydraulische Scheibenbremsen bringen den wassergekühlten Viertakter wieder zum Stillstand. Insgesamt werden rund 25.000 von diesem 75 PS starken Vierzylinder gebaut. Ab 1974 wird der 2130 erstmals mit einer Kabine ausgestattet. Sie nennt sich kurz FSC, die Fahrersicherheitskabine. Zu der Zeit ein Luxus, den sich nicht viele Landwirte gönnen. Mit dem 1630 schließt John Deere die Lücke im Mittelklasse-Segment. Der Dreizylinder mit 56 PS wird auf den Betrieben mit nahezu allen Aufgaben bedacht. Als Sonderausstattung gibt's bei den 30ern ein Kriechganggetriebe. Vor allem Betriebe, die Sonderkulturen anbauen, wissen das zu schätzen. Ab 1977 läuft in Mannheim die 40er-Serie vom Band. Die Hauptkomponenten der Modelle 4040, 4240 und 4440 stammen aus amerikanischer Produktion. Ihre Montage erfolgt im Mannheimer Werk. Diese Großschlepper etablieren sich hervorragend auf dem europäischen Markt. Der 4040 wird 8 Jahre lang ausgeliefert. Der 6-Zylinder-Turbodiesel mit Wasserkühlung und Direkteinspritzung leistet 110 PS. Davon ist in der ab 1980 lieferbaren SG2-Komfortkabine nur wenig zu hören. Nur 80 Dezibel dringen an das Ohr des Fahrers. Das hat seinen Preis. Der Grundpreis dieser Maschine liegt 1985 bei 33.000 Euro. 18 PS mehr leistet der 4240 und das von 1977 bis 1985. Ein Hubraum von 7640 Kubikzentimetern macht den Sechszylinder zum wahren Zugtier. Auf der Straße läuft der 4240 nur 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Im Acker jedoch ist das rund 6 Tonnen schwere Gerät nahezu unschlagbar. Mit dem Lastschaltgetriebe lassen sich 16 Vor- und 6 Rückwärtsgänge schalten. Auf Wunsch ist ein zuschaltbarer Frontantrieb erhältlich. Ende der 70er führt der 4440 die Riege der Großtraktoren an. 155 PS,
7,6 Liter Hubraum und ein Leergewicht von rund 6,5 Tonnen. Das sind Kennzahlen, die einen Preis von 50.000 Euro durchaus rechtfertigen. Dieses Flaggschiff ist zwar ein Kraftprotz, aber dennoch sehr wendig. Dafür sorgt der hydrostatische Frontantrieb. Per Fingertipp kann der Fahrer die Vorderräder hydrostatisch antreiben lassen. Durch die Kombination dieses Antriebs, der hydraulischen Lenkung und der vollklimatisierten Kabine ist der 4440 an Fahrkomfort kaum zu überbieten. Anfang der 80er wird wieder investiert bei John Deere. 1981 eröffnet man in Bruchsal ein Kabinenwerk. 2 Jahre später ein Ersatzteillager für ganz Europa. Mitte der 80er, eine schwierige Zeit für Traktorenhersteller. Die Überproduktion in der Landwirtschaft bedingt stetig sinkende Erzeugerpreise. Die Nachfrage nach Traktoren und Erntemaschinen sinkt, vor allem bei kleinen und mittleren Betrieben. John Deere überbrückt diese mehrere Jahre andauernde Nachfrageschwäche, zählen doch eher Großbetriebe zum Kundenkreis. Die 50er-Reihe soll die Verkaufszahlen wieder ankurbeln. Neue John Deere Constant Power Motoren sorgen für ein hohes Leistungsniveau bei geringem Spritverbrauch. Besonderer Wert wird auf die Verarbeitung der 50er gelegt. Bei Bremsen, Kupplung, Allrad und Zapfwelle werden beste Komponenten verwendet. Zuverlässigkeit und Langlebigkeit stehen im Vordergrund. Fahrwerkskomponenten werden verstärkt und somit die Nutzlast erhöht. Wer kombiniert arbeiten will, setzt auf die Variante mit Frontkraftheber und Frontzapfwelle. Aus der Reihe der kleineren 50er ist hier ein 1950er zu sehen. 62 PS bringt der wendige Dreizylindermotor auf den Boden. Geschätzt wird der Allrounder vor allem als Pflegetraktor oder Grünlandmaschine. Gegen Aufpreis gibt's einen Allradantrieb und die MC1-Kabine. Den 1750 mit 50 PS und zuschaltbarem Allrad gibt es bis 1994 zu kaufen. Der Traktor hat genau die richtige Größe für den Einsatz an der Hochdruckpresse. Der großdimensionierte Pickup schluckt auch Schwaden von großen Mähdreschern problemlos. Droht eine Verstopfung, hilft die Lastschaltung. Und schon geht's weiter. Hier der zweitgrößte Dreizylinder unter den 50ern. Der 1850 mit einer John Deere Rundballenpresse. 56 PS machen die Strohschwaden stapelbar. Ein paar PS mehr unter der Haube hat der 3050 von John Deere. Dieser Mannheimer schöpft seine 92 PS aus einem 6-Zylinder-Viertakter mit Direkteinspritzung. Dieses Modell war der Einstieg in die Klasse der 6-Zylinder-Traktoren. Die SG2-Kabine ist Serienausstattung. Das Topmodell der 50er aus Mannheim heißt 3650. Dass dieser Traktor richtig Power hat, ist nicht zu übersehen. 2 Pflüge mit 116 PS. Keine schlechte Leistung für die rund 5 Tonnen schwere Allradmaschine. Auf der Straße läuft dieser 6-Zylinder wahlweise 30 oder 40 Stundenkilometer. Bei den 50ern kommt zum letzten Mal die Strukturbauweise zum Einsatz. Diese stabile, jedoch schwere Konstruktion wird seit 1964 in allen Traktoren verwendet. Damit ist jetzt Schluss. Zurück auf dem Hof. Arne Hansen stellt uns das Flaggschiff des Betriebes vor. Es ist erst seit kurzem Teil der GmbH. Ein Knicklenker 9420 mit 500 PS.
Basis für die extreme Zugkraft ist der 12,5 Liter PowerTech-Motor. Das Getriebe mit 18 Vor- und 6 Rückwärtsgängen überträgt die Kraft auf die riesigen 800er Reifen. Die Pflegearbeiten müssen in Fahrenwalde die 7000er übernehmen. 170 PS für Pflanzenschutz und Düngung. Das ist alles andere als üblich. Die Fruchtfolge der MVB spricht für diese Mechanisierung. 1200 Hektar Raps, 1200 Hektar Weizen, 500 Hektar Roggen und 350 Hektar Gerste müssen beackert werden. Ja, Hansen hier, Firma MVB Fahrenwalde. Ja, doch, nee. Nee, wenn es sein soll, machen wir sofort. Klar, geht los. Bis nachher, okay, gut, tschüss. Ja, jetzt müssen wir wieder weiter. Wir haben noch ein paar Aufträge zu erledigen. Ein Kunde wartet, dass wir kommen. Jetzt geht's los. Wo so viel Arbeit wartet, sind zuverlässige Maschinen gefragt. Der Betrieb in Fahrenwalde setzt natürlich auch beim Mähdrusch auf John Deere. Mähdrescher von heute sind mit damaligen Maschinen kaum mehr zu vergleichen. Hier ein 952 aus den späten 70er Jahren. Eine Nummer größer, die 965er und 975er. Später gibt es die 1065er zu kaufen. Ein französischer Landwirt hat sich für dieses Modell entschieden. Der erste Einsatz lässt nicht lange auf sich warten. Einige PS mehr leisten die 1075 und 1085 der Tausender Reihe. Sie sind reine Schüttlermaschinen. Die Mähdrescher aus Zweibrücken nennen sich heute WTS und CTS. Aus Brasilien kommen die Einsteigermodelle der CBS-Reihe. Die Kennzahlen dieser Mähdrescher lassen die Technik von früher verblassen. Modelle aus der WTS-Reihe leisten zwischen 215 und 355 PS. Der Korntank des Topmodells fasst 11.000 Liter. Für hohe Druschleistung sorgt eine 4-Stufen-Abscheidung. Die CTS-Drescher sind sogenannte Rotordrescher. Auch sie kommen aus Zweibrücken und sind für den europäischen Markt bestimmt. Beim CTS wird mittels einer großen Trommel, einer kleineren Wendetrommel und zwei Längsrotoren ausgedroschen. 355 PS sorgen für ausreichend Leistungsreserven. Den Anspruch des größten Mähdreschers der Welt hat der STS. Das Flaggschiff aus den USA ist eine Single-Rotor-Maschine mit 450 PS Leistung. Der Abscheideteil des STS-Rotors besteht aus Zinken, die in 6 Reihen angeordnet sind und das Material durch die Abscheidekörbe kämmen. Der Korntank mit 14.000 Litern Fassungsvermögen spricht für sich.
Innovativ ist das Harvest Smart System. Eine automatische Durchsatzregelung, bei der die Fahrgeschwindigkeit automatisch anhand von verschiedenen Parametern geregelt wird. Die Anpassung erfolgt beim Erreichen einer maximalen Körnerverlustrate oder aufgrund der Dreschtrommel- und Rotorbelastung. Kombiniert man Harvest Smart mit AutoTrack, ist das Dreschen an Komfort kaum zu überbieten. Die John Deere Häcksler stammen aus dem Werk in Zweibrücken. Seit 1992 werden dort Häcksler für die ganze Welt produziert. Lange Zeit werden die Häcksler noch von Traktoren gezogen. Doch diese Technik bewährt sich nicht. Schlagkraft und Arbeitsqualität dieser Technik lassen zu wünschen übrig. Selbstfahrer sind jetzt gefragt. Wenn Berge über Berge zu häckseln sind, dann brauchen Sie den neuen Feldhäcksler 5420 von John Deere. Es ist ein Selbstfahrer von A bis Z. Die Kraft liefert ein 150 PS Diesel von John Deere mit Turbolader. Alle täglichen Wartungspunkte sind bequem erreichbar und leicht zugänglich. Der Turbolader sorgt für Luft und Sauerstoff, für hohe Leistung und geringen Verbrauch. Filterreinigung ohne Werkzeug in Minuten. Sicherheitsverkleidungen lassen sich schnell und leicht abnehmen. Bequem der Aufstieg zur Fahrerkabine. Die Plattform ist eben und rutschfest. Hier beginnt die Leistung, mit griffgerechten Bedienungshebeln und Instrumenten, die mit einem Blick zu kontrollieren sind. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich stufenlos regeln, mit dem hydrostatischen Fahrantrieb. Der Blick auf den Erntevorsatz ist unbehindert, denn Sie sitzen hoch und zentral. Hier fühlen Sie sich wohl, auch während des längsten Arbeitstages. Das Mähwerk ist über einstellbare Federn schwimmend aufgehängt und passt sich Bodenunebenheiten automatisch an. Die Transportbreite liegt unter 3 Metern und entspricht damit der Straßenverkehrsordnung. Die Drehzahlen der Ganzstahlhaspel und der Einzugsschnecke sind getrennt voneinander einstellbar. 4 aggressive Anpresswalzen führen das Gut zu der 1000 Quadratzentimeter großen Zuführöffnung. Zur 610 mm Häckseltrommel. Durch die Schlitze in der Abdeckung können Sie die Arbeit der Anpresswalzen und den Einzug überwachen. Die Verzahnung an den Walzen zieht das Erntegut gleichmäßig ein. Der 5420 ist ein echter Selbstfahrer. Kompromisslos ausgelegt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Arbeiten Sie nur einmal mit dieser Maschine und Sie werden verstehen, was wir meinen. Der neue John Deere 5420, ein Selbstfahrer von A bis Z. Wie die beiden größeren, der 5440 und der 5460. Wählen Sie zwischen 3 Leistungsklassen. Bei John Deere finden Sie immer den richtigen. Die
Die neuen Häcksler aus Zweibrücken sind immer noch Selbstfahrer. Ansonsten ist nicht viel übrig geblieben vom 5420. Heute sind bis zu 660 PS möglich. Im Gras kann mit 4,5 Metern breiten Pickups gefahren werden. Der Mais wird mittlerweile 8 bis 10 reihig gehäckselt. Beim Topmodell zerkleinert eine 820 mm breite Vielmessertrommel das Häckselgut. Ein absolutes Highlight ist auch das stufenlos regelbare Schnittlängengetriebe. Es ermöglicht dem Fahrer eine Anpassung der Häcksellänge während der Fahrt. Das gibt's momentan nur bei John Deere. Eine zusätzliche Option, die Ertragserfassung beim Häckseln. Ein Massenflusssensor misst hierzu die Dicke der Erntematte zwischen den Einzugswalzen. So wird automatisch der Ertrag in Tonne je Hektar erfasst. Auch beim Fahrantrieb werden neue Wege eingeschlagen. Ohne anzuhalten kann jetzt von 0 bis 40 Stundenkilometer der Fahrbereich gewählt werden. Die Erntevorsätze und Pickups für die Häcksler stammen aus dem ehemaligen Camperwerk in Stadtlohn und sind somit ebenfalls aus eigener Produktion. Aus eigenem Werk stammen auch die Anbau- und Anhängespritzen. Diese werden seit 1998 im niederländischen Horst produziert. Großen Wert legt John Deere hier auf Produktivität, Spritzqualität, Komfort und Bedienungsfreundlichkeit. Hier zu sehen an einer Anhängespritze der Serie 700. Elektronik geht hier nichts mehr, wie bei allen modernen Maschinen. Auch in diesem Bereich schlägt John Deere neue Wege ein. AMS heißt die Formel der Neuzeit, die Agrarmanagement-Systemlösungen. Dahinter verbergen sich alle von John Deere bereitgestellten elektronischen Hilfsmittel für einen modernen landwirtschaftlichen Betrieb. Das beinhaltet alles vom Autotrack über die Ertragsmessung und Dokumentation bis hin zum JD-Link Maschinenmanager, ein von John Deere entwickeltes schnurloses Kommunikationssystem. Damit ist eine Ferndiagnose und Überwachung der Maschinen von speziell geschultem Personal möglich. Optimierte Maschineneinsatzzeiten und somit reduzierte Standzeiten sind das Ziel. Auch das ist eine absolute Neuheit auf dem Landtechniksektor. All diese Entwicklungen stammen aus den letzten 50 Jahren. 50 Jahre, in denen John Deere seine Präsenz in Europa von Mannheim aus in alle Länder des Kontinents ausgebaut hat. Werke in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland produzieren Landtechnik für Europa und die ganze Welt. Vielerorts ist das Unternehmen Marktführer. Das Wagnis Europa von damals wurde ein großartiger Erfolg.